Hallo zusammen und willkommen neuen Video von mir. Ich habe mir diese Papierschleifen ausgedacht und dachte, ich zeige es euch mal, wie ich das gemacht habe. Ich finde die ganz süß und lass dich daran teilhaben. Euch, dich. Ich weiß nie genau, wie ich das immer ansprechen soll. Fangen wir einfach mal an. Ich habe Papier schon zugeschnitten. Einmal Glitzerpapier von Action und ein etwas dünneres Papier. Pink-Weiß, Chevron-Muster nennt man das. So, das Glitzerpapier werde ich jeweils bei 1/4 Inch immer falzen. Ich habe es mit der Kleinschleife bei 1/8 versucht. Es war wirklich sehr, sehr fummelig. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, immer mit 1/4 zu falzen. Das heißt, wenn du ein Scoreboard hast, in der jeden zweiten Mulde. Und das Glitzerpapier ist etwas kräftiger, also stärker. Da muss man etwas doller aufdrücken und das Falten ist dann nicht mehr ganz so leicht. So, hier wird es halt eben leichter. Das Papier ist deutlich größer. Das ist 4×5 und das werde ich an der langen Seite auch wieder bei 1/4 Inch immer falzen. So, und am schönsten finde ich die Papierschleifen, wenn man einen dekorativen Rand anbringt. Und das ist am besten, wenn man entweder eine Bordürenstanze hat oder eine Stanzschablone. Ich werde jetzt als allererstes die Stanzschablone benutzen, weil das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Bis jetzt habe ich ja nur mit dem Handstanzer gearbeitet. So, dazu hole ich meine Sessix raus. Die erste Acrylplatte ist mir schon kaputt gegangen und Gott sei Dank hatte ich Ersatz zu Hause. Aber ich benutze noch die alte für unten, da sie noch in Ordnung ist, außer ein paar Kratzer, aber die hat jetzt kein, die ist jetzt nicht sehr gewölbt und hat auch keinen Defekt. Ja, ich habe es falsch angelegt, diese Metallschablone, und aus diesem Grund habe ich kein hübsches Muster jetzt drin, sondern nur so gerillt. Aber ich wollte doch gepunktet und naja, so wie das halt eben auch sein soll. Also werde ich das nochmal anlegen und es erneut durchkurbeln. Auf beiden Seiten dann, ne? Guck mal, Papa, der eine Fortnite-Typ, der tötet das Mensch. Und der eine Fortnite-Typ, der tötet das kleine Mensch. Und durch das Durchkurbeln muss man jetzt keine Bedenken haben, das Gefalzte ist noch da und man kann es auch gut noch nachfalten. Das mache ich jetzt auch mal. Es gelingt mir jetzt nicht immer super gut und zum Schluss wird es auch nicht sehr, sehr gerade. Aber ja, es sieht trotzdem danach noch nett aus, wie ich finde. Kannst du das denn so perfekt, diese Papierrosetten, oder auch vielleicht, wenn du durch dieses Video diese Schleifen machst, dass es so richtig schön ordentlich aussieht? Bei mir leider nie. Egal, wie oft ich das mache. Obwohl es jetzt mit diesem Papier deutlich leichter ist als mit dem Glitzer. Aber Glitzer macht ja auch was her, ne? Naja, das Falten ist halt eben auch eine Geduldssache, ne? Umso länger das Papier ist, umso länger dauert das. Worauf man auch achten sollte, ist beim Falten, ist, dass der erste Knick sozusagen du das Motivpapier siehst. Bei meiner ersten großen sieht man ja von oben das Weiße und das ist jetzt nicht ganz so schön.
und dass man beim Zuschneiden des Papiers eine gerade Zahl hat. Das heißt nicht sowas wie 3,7 oder so, ne? Das wird dann nichts. Also, ne, immer gerade Zahlen nehmen. So, ich habe es zusammengefalzt und mir auch schon irgendwie die Mitte markiert. Es ist nicht unbedingt notwendig. Ich habe das jetzt mal gemacht und jetzt mache ich etwas Flüssigkleber rein und drücke schon mal zusammen, damit es die Form hat. Man kann auf jeden Fall Heißkleber benutzen, mache ich nicht. Ich bin da noch nicht so geübt und ich finde, dass bei meiner Heißklebepistole viel zu viel rauskommt. Deswegen nehme ich einen schnell anziehenden Kleber. Das ist der Art Glitter Glue. Ich mag den einfach. Ich komme damit super zurecht und ja, ist schon meine erste Flasche ist schon auf jeden Fall alle. So, bei dem zweiten Stück, was wir uns durchgefalzt haben, ziehe ich jetzt die Falzlinie nach und erst dann werde ich mit dem Bordürenstanzer die Bordüre stanzen. Weil macht man das andersrum, besteht die Gefahr, dass der filigrane Rand ja doch kaputt geht. Also ich empfinde diesen Weg als leichter. Wenn du es anders machen möchtest, keine Frage. Jeder wie er mag. Ja, und da geht es schon deutlich schwieriger. Aber das Blatt Papier ist auch nicht ganz so lang, also ein bisschen Geduld und dann sind wir auch schon so weit durch. Sehr störrisch, muss ich schon sagen. Jetzt ziehen wir das auseinander, sonst passt es da nicht drunter. Und ich lege es am äußersten Rand an, damit ich da einen schönen Abschluss habe. Und dann schaue ich halt eben durch die Löchlein, wo es weitergehen kann. Es wird auch da nicht perfekt, es ist nicht so schlimm, das stört mich nicht. Einfach ein bisschen abgerissen und unten abgeschnitten, passt das schon. Und die andere Seite genauso verfahren. So, jetzt in der Zwischenzeit ja auch der Kleber angezogen. Jetzt nehme ich mir einfach ein Stück dünnes Papier und bestreiche es mit Kleber und dann ruft mich kurz an. Also musste ich das jetzt ohne Kamera weitermachen, weil sonst wäre mir der Kleber eingezogen. Also wäre mir zu fest geworden. Und ja, ich mache es noch einmal rum und wieder diese Pinzette, die alleine sich die Sache zusammenhält. Sozusagen eine dritte Hand. Und genau das gleiche mache ich jetzt auch bei dem Glitzerpapier. Da stelle ich mich ein bisschen dümmlicher an. Irgendwie ist das ganz schön starr. Und ich hätte mir auch hier die Mitte vielleicht markieren sollen, weil irgendwie wird das Ergebnis nicht so gut wie meine erste. Ich könnte von diesen Pinzetten auch eine gebrauchen, wie ich das gerade so sehe. Aber ja, das wird noch. Ich versuche aber jetzt, das habe ich jetzt noch zum ersten Mal getan, und zwar ein Klebeband zu umwickeln mit einem sehr stark klebenden Klebeband. Also, dass es mit Flüssigkleber geht, wusste ich schon. Ich wollte das halt eben mal ausprobieren. Und das geht damit auch. Das ist der... ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das bei Amazon gekauft. Auf jeden Fall haftet der sehr, sehr gut. Einfach nur einen Kleber und Papier noch miteinander gut verbinden. Also drüber streichen. Und nur noch um die Schleife wickeln. Und sind wir auch schon durch. Ja, sag mal, wie findest du die Idee? Ich finde die ja ganz niedlich. Man kann super die auf Expressionboxen kleben, auf Karten, auf alles Mögliche, ne? Einfach, ja, und kleine Embellishment sozusagen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche noch einen wunderschönen Abend. Bye, bye.